Hallo, das ist mein neues Specialized Levo, das ich vor 2 Wochen übernommen habe vom Händler. Und mich hat gewundert, dass ich schwer Probleme mit der Gangschaltung habe, wenn ich damit fahre. Mir ist jetzt schon mehrfach die Kette rausgeflogen. Und zwar ist sie sowohl nach innen über das kleinste Zahnritzel gesprungen und hat diesen Schaden verursacht. Ebenso, dass die Kette an vielen Stellen halt eben jetzt plattgeschlagene Glieder hat und die Zähne gleichzeitig auch noch für ein neues Fahrrad schon erhebliche Abnutzungserscheinungen zeigen. Ich bin etwa insgesamt jetzt 300 Kilometer mitgefahren. Das Schlimmste, was passiert war, dass schon zweimal die Kette vom vorderen Ritzel abgesprungen ist, und zwar immer nach innen und sich dann zwischen dem Carbongehäuse und dem Zahnrad eingeklemmt hat und dabei mittlerweile Schäden am Lack des Carbongehäuses gemacht hat. Was ist denn nun die Ursache? Ich bin auf die Ursachenforschung gegangen mit meinen laienhaften Kenntnissen, habe dann festgestellt, dass offensichtlich bei der Auslieferungsinspektion vergessen worden ist, das Teil hier zu prüfen und zu sichern. Und dadurch kommt es mir in der Fahrt vor, dass es sich vielleicht nach oben stellt. Und dann kann die Kette natürlich nach innen überspringen, wenn man auf dem kleinsten Gang ist, also im größten Zahnrad. Das ist das erste Problem. Das zweite Problem hat sich dann herausgestellt, dass die Limit-Schrauben für die Endanschläge dort unten, High and Low, dass die tatsächlich falsch eingestellt waren und so der größte und der kleinste Gang nicht gefluchtet hat. Das musste dazu führen, dass die Kette vom Zahnrad abgesprungen ist. Das sind aber Schrauben, die sich während der Fahrt nicht verstellen können. Also würde ich auch hier sagen, vom Werk her nicht sauber eingestellt und bei der Auslieferungsinspektion auch nicht berücksichtigt worden.